Herzlich willkommen zum Soulful Journey Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Essstörungen. Ich habe heute mal wieder nach langer Zeit eine Solo-Folge für dich aufgenommen oder nehme sie jetzt gerade für dich auf und freue mich auch sehr darüber, dass es endlich mal wieder soweit ist. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, in denen ihr mir geschrieben habt, dass ihr euch so sehr wieder, Folgen von mir mit meinen Gedanken an euch wünscht, und diesem Wunsch, dem möchte ich so gerne nachkommen und freue mich auf jeden Fall sehr darüber, das jetzt in Angriff zu nehmen. Heute möchte ich ich habe es mal Healing Self-Talk genannt, und ganz kurz dazu eine Vorgeschichte aus diesem Jahr. Im Februar dieses Jahr war ich beim Heal-Kongress in Esslingen, das liegt bei Stuttgart, und habe dort Anita Moyani live kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Anita gelesen, gesehen oder gehört hast. Sie ist im Bereich Selbstheilung, Selbstheilungskräfte aktivieren und auch, was Heilung von Krebserkrankungen angeht, sehr bekannt und hat in der Dokumentation Heal, die es bei Netflix gibt, mitgemacht, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe und dann auch super happy war, sie dort im Februar dieses Jahr live zu treffen und kennenzulernen. Anita ist Autorin von einem Buch namens Heilung im Licht. Und in diesem Buch beschreibt sie, wie sie durch eine Nahtoderfahrung ihren Krebs besiegt hat und dadurch neu geboren wurde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder total abgefahren für dich, doch lass dich einfach drauf ein, denn wie du weißt, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Spiritualität und bringe diese beiden Themen im Bereich Essstörung auch zusammen. Daher bitte ich dich einfach mitzumachen, dich darauf einzulassen und zu schauen, was es bei dir bewegt, heute diese Worte zu hören, die ich mit dir teilen möchte. Denn ich habe mich gefragt, wofür dieser Titel Heilung im Licht wohl steht, und hatte dabei eine sehr spannende Erkenntnis bzw. ein paar Gedanken, die ich jetzt heute mit dir im Healing Self-Talk teilen möchte, damit meine Worte und meine Gedanken wie so eine Art heilende Energie in dein Bewusstsein, in dein Organismus übergehen kann, um dein heilendes Ich auf deinem eigenen Heilungsweg zu stärken. Lehn dich also zurück, mach es dir gemütlich und lausche ganz einfach meiner Stimme. Heilung im Licht. Heilung im Licht. Heilung im Licht. Alles, was von dir noch nicht bewusst erkannt wurde und die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen hat, liegt im Dunkeln deiner Innenwelt. Heilung kann dann stattfinden, wenn du selbst Licht ins Dunkel bringst. Wenn du im Dunkeln verborgene Glaubenssätze, Erwartungen oder auch Emotionen heilen möchtest, dann musst du sie in dein Licht stellen. Alles, worauf du dein Licht richtest, kann heilen. Heilung im Licht. Alles, was du dafür brauchst, ist die Fähigkeit, dich selbst im Hier und Jetzt wahrzunehmen, deine selbst erschaffene Realität zu erkennen und die dahinterliegenden Wahrheiten, Bedürfnisse oder auch Sehnsüchte für dich selbst und dein Leben zu identifizieren. In genau diesem Moment, wo das geschieht und du in der Lage bist, das umzusetzen, findet tief in dir, auf all deinen Ebenen, auf allen Ebenen deines Bewusstseins und Unterbewusstseins, findet Heilung statt, da du in dem Moment eine noch unentdeckte
Wahrheit für dich identifizierst und blinde, dunkle Stellen deines Unterbewusstseins in dein Bewusstsein an die Oberfläche, an das Licht bringst. In den Bereich, wo Licht überhaupt drauf scheinen kann. Du hast alles, was du brauchst, um zu heilen in dir. Heilung findet immer von innen nach außen statt. Das heißt, dass Heilung in dir beginnt, bei dir selbst, mit einem Blick auf dich. Denn Heilung beginnt in deinem Licht. Atme hier dreimal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass die Worte, die ich jetzt gerade gesprochen und mit dir geteilt habe, einfach auf dich wirken. Nimm sie mit in deinen Tag, nimm sie mit in deinen Schlaf. Ganz egal, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gerade hörst. Mir war es wichtig, diese drei Worte Heilung im Licht einmal ein bisschen auseinanderzunehmen, beziehungsweise so eine Bedeutung in diese Worte hineinzugeben und diese drei Worte, diesen einen Satz Heilung im Licht mit so viel Energie, Bedeutung und Wert aufzuladen, was es dir jetzt unmöglich macht, nicht daran zu glauben, dass du nicht heilen kannst. Oder eben keine Minute länger zu glauben, dass du es nicht schaffen kannst. Denn alles, was du brauchst, um zu heilen, trägst du in dir. Und ich weiß, dass im Bereich Essstörungen viele unterschiedliche Ansätze zu finden sind und auch angewendet werden. Und das ist auch total gut. Denn es ist immer entscheidend, wo du gerade stehst. Es ist entscheidend, dass du das auf deinem Weg machst, was du gerade brauchst und wofür du auch in der Lage bist, dich zu öffnen, wofür du bereit bist, Dinge anzunehmen. Und deshalb ist es im ersten, im zweiten, im dritten Schritt, sind es unterschiedliche Dinge, die du brauchst. Wir alle beginnen häufig mit einem Erstgespräch bei einer Beratungsstelle. Wir alle gehen häufig zu einer Psychologin oder einer Therapeutin. Viele von uns haben ein oder auch mehrere Klinikaufenthalte hinter sich oder eben noch vor sich. Viele gehen auch danach wieder in eine ambulante Verhaltenstherapie oder in eine Wohngruppe oder zu Selbsthilfegruppen oder wieder in die Beratungsstelle zu Gruppen. Ganz egal, wo du gerade stehst, es ist wichtig, dass du den Schritt machst, der für dich auf deinem Weg wichtig ist, der für dich auf deinem Weg als nächstes wertvoll und richtig ist. Und ganz egal, was das ist, sei dir immer dessen bewusst, dass du bereits auf deinem Weg bist, auch wenn es sich nicht immer danach anfühlt. Doch ich möchte dir ans Herz legen, dass du jeden Tag ab heute abends den Tag so reflektierst, dass du entweder dankbar bist für die Erkenntnisse, die du sammeln durftest, sei es durch irgendeine Art von Rückfall oder einem gefühlten Rückschritt oder einem Erlebnis oder einer Situation, die dich aufgewühlt oder getriggert hat, dass du zum einen dankbar bist für die Erkenntnis aus diesem Tag oder dass du stolz bist auf den Schritt, den du gegangen bist. Ganz egal, wie dieser aussieht und ohne ihn in groß, größer, klein, kleiner oder irgendetwas zu bewerten. Ich möchte, dass du deinen Tag ab heute, jeden einzelnen Tag, jeden Abend
entweder in Dankbarkeit für die Erkenntnis und das Learning oder mit Stolz auf den Schritt, den du gegangen bist, auf deinem Heilungsweg zurückblickst und dann deine Augen schließt und ganz ruhig und selig in tiefer Dankbarkeit oder mit einem Gefühl von Stolz einschläfst. Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Healing Self-Talk, mit diesen Gedanken an dich inspirieren konnte, weiterhin an dich zu glauben, deinen Weg weiterzugehen, in einem, so tief es dir möglich ist, Vertrauen zu dir und in deinen Weg. Und ich freue mich, nächste Woche eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen. Es wird auf jeden Fall wieder eine Solo-Folge sein. Und da wir uns jetzt erst nach Weihnachten wieder hören, beziehungsweise an den Weihnachtsfeiertagen und nach Heiligabend, möchte ich dir schon jetzt einen wunderschönen Heiligabend wünschen. Falls du es nicht bei Instagram und auch nicht bei Facebook mitbekommen hast, wir machen am 24. in unserer Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast, Soul Food Journey Community. Dort machen wir am 24. morgens von 9 Uhr bis 9.30 Uhr eine gemeinsame Meditation per Live-Video. Also wir treffen uns alle zusammen. Es gibt ein Live-Video, wir meditieren zusammen, um ein entspanntes, gemütliches Weihnachtsfest mit unseren Familien oder auch alleine, je nachdem, wie du Weihnachten feierst, um uns darauf einzustimmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Teil davon bist. Es haben schon jetzt ganz viele zugesagt, dass sie dabei sind. Und wir machen die Meditation auch deshalb morgens, weil ab Mittag und Nachmittag sind alle in irgendein Programm verwickelt, inklusive mir selber. Deswegen freue ich mich sehr, diesen schönen Heiligabend, diesen Tag, gemeinsam mit der Community zu starten und würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort wiedersehen oder eben wieder spüren, über die virtuelle Welt verbunden. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Fühl dich ganz herzlich von mir umarmt. Ein Hoch auf uns, deine Kira.